Die häufigsten Fehler sind, dass man zu viel Waschpulver in eine Waschmaschine reinfüllt. Am besten tut man genau mit einem Löffel, was man eigentlich mitgegeben wird, von dem Waschpulver oder einen ganz normalen Esslöffel. Wenn man zu viel reinfüllt, dann tut das komplette Schlauchsystem, was darunter geht, verstopfen. Dann fängt es auch an, nach einer gewissen Zeit an zu stinken und das Waschpulver wird auch nicht abgewaschen. Und das Waschpulver kommt schlussendlich gar nicht in die Waschmaschine, also zum Wäsche kommt es gar nicht rein. Also meistens tut man am besten bis drei Viertel voll die Wäsche voll machen. Wenn man zu viel reinfüllt, also zu viel Wäsche in die Waschmaschine reintut, dann kann er sich nicht frei bewegen und dadurch wird die Wäsche nicht richtig sauber. Am häufigsten heutzutage werden immer Eco oder 40 Grad verwendet. Das tut sehr gut für die Umwelt. Aber sollte man mindestens einmal im Monat mal Kochwäsche durchführen und dadurch wird die Waschmaschine gereinigt, all die Bakterien werden sterben und dann riecht auch nicht die Waschmaschine und das tut ihm auch sehr gut. An die Waschmaschine selbst muss man nicht viel reinigen. Was man zum Beachten ist, ist die Gummiringe da. Da tut sich sehr gerne Schmutz ansammeln. Und das kann man eigentlich nur mit einer Lupe kurz drüber wischen und das reicht schon. Nach dem Waschvorgang kann man eigentlich, was sehr wichtig ist, dass man Türe öffnet und auch die Behälter alles aufmacht. Dadurch kann sich alles trocknen und ja, schützt und auch von Gerüche. Oft wird heutzutage den Entkalker vergessen. Ich würde empfehlen, einmal im Jahr mal Entkalker in eine Waschmaschine reinfüllen und leer laufen lassen, damit sich schon alles durchspült. Das ist wichtig für die Waschmaschine, damit sich einfach kein Korrosion bilden kann.